Der dänische Palast gab Ende September bekannt, dass 4 Enkelkinder von Königin Margrethe II. Ihre königlichen Titel verlieren werden. Das hat reichlich emotionale Reaktionen ausgelöst. Jetzt entschuldigt sich die dänische Königin für diese Entscheidung, zieht sie allerdings nicht zurück. In einer öffentlichen Mitteilung sagte sie, sie wolle, dass die Monarchie mit der Zeit geht. Das Tragen eines königlichen Titels bringe eine Reihe von Pflichten und Aufgaben mit sich, die in Zukunft weniger Mitgliedern der königlichen Familie zufallen werden. Sie habe jedoch die Reaktionen ihrer Familie unterschätzt und das tue ihr leid. Niemand sollte daran zweifeln, dass meine Kinder, Schwiegertöchter und Enkelkinder meine große Freude und mein Stolz sind. Ich hoffe nun, dass wir als Familie die Ruhe finden können, um diese Situation zu bewältigen, sagte sie. Betroffen sind die 4 Kinder von Margrethes jüngerem Sohn Joachim. Auch er selbst und seine Ehefrau, Prinzessin Marie, werden bald keinen Prinzentitel mehr tragen. Ab dem Jahreswechsel werden sie nur noch Graf und Gräfin von Monpezat sein, dieser Titel wurde ihnen bereits 2008 von Margrethe verliehen.